So, das ist der erste Tag von der Malwoche. Und für mich tue ich ja nicht nur malen, sondern ich tue ja kochen auch da. So eine Art Kunstprojekt. Ja, Mittag, erster Tag. Ich gehe jetzt das Mittagessen zubereiten. Sozusagen eine kreative Pause? Nein. Denke trotzdem weiter. So, was gibt's denn heute Gutes? Da hätten wir Sugo. Ja, da kommen dann die Nudeln. Dazu gibt's einen Salat. Und als Nachspeis habe ich da zu Hause schon vorbereitet, so einen Pudding mit Früchten. Schauen wir, dass wir fertig werden. Eigentlich ist es fertig. Also, der Salat ist bereit. Das Sugo schmurgelt. Die Suppe ist bereit. Jetzt brauche ich nicht mehr die Nudeln kochen. Fertig ist dann. Das Essen war schon einmal gut. Erster Tag. Kaffee ohne Milch. Schlechte Idee. Und jetzt gehe ich selber ans Malen. Muss man gerade eine Leinwand holen. Keine Löffel da. Thank you.
Der erste Tag ist vorbei. Auf geht's nach Hause und vorbereiten, kochen für morgen. Dann bin ich auch weitergekommen. Wohl, bin ich zufrieden für den ersten Tag, das macht Spaß. Boah, heiß ist es da. Eine nette Ortschaft da, eine Künstlerortschaft ist das. Habe ich schon erwähnt, Windermiermeng heißt das da. Und bei wem jetzt da die Ohren wackeln, ja, da war früher mal der Bergdoktor.